Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem kurzen Landsupdate begrüßen. Die vermietete Immobilie als Kapitalanlage, eine Einführung, das soll es sein, mehr kann es auch in 15 Minuten nicht werden. Sie haben ja alle auch einen einführenden Artikel direkt mit der Registrierung erhalten. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal einen Blick hineingeworfen und ich möchte nun auf Basis dieses Artikels nochmal kurz auf die wichtigsten Themen eingehen, die wir in der täglichen Beratungspraxis sehen, wenn es eben um dieses Thema Immobilie als Kapitalanlage geht. Ich glaube, der Charme der vermieteten Immobilie, der ist natürlich in der heutigen Zeit besonders groß. Wir haben sehr, sehr niedrige Zinsen. Wir haben im Zuge der Staatsschuldenkrise und auch der Eurokrise, die der ein oder andere schon fast vergessen haben mag, doch eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach sicheren Kapitalanlagen gesehen. Und in Kombination mit dem Anlagenotstand und dem Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank haben wir wirklich einen beispiellosen Zinsverfall feststellen müssen. Selbst Hochzinsanleihen, also Anleihen mit einer niedrigen Bonitätsstufe, rentieren heute nur bei knapp 2,7, 2,8%. Das vor Transaktionskosten, vor individuellen Steuern. Und dementsprechend sehen wir schon sehr deutlich, dass das Thema Zinsen aktuell das Thema Vermögenserhalt sehr, sehr schwierig macht. Wir sehen Ausweichreaktionen und da sind natürlich illiquide Investitionen wie beispielsweise die Immobilie, die sowohl einen laufenden Cashflow tragen in Form der Miete, als natürlich auch einen Veräußerungsgewinn verheißen können, natürlich beliebt. Wir schauen uns zunächst kurz die Einordnung der Immobilie in die Vermögensstruktur an. Ich denke, das ist ein wesentliches Thema und wir arbeiten hier mit unserer bekannten Hypos Vermögensmatrix und klassischerweise sehen Sie auf der rechten Seite die Geldwerte. Das sind also Forderungen, Staatsanleihen, Pfandbriefe oder auch Verpackungen von festverzinslichen Wertpapieren, wie wir sie bei Lebensversicherungen sehen, wie wir sie natürlich auch bei berufsständischen Versorgungswerken haben, die Sie zum Beispiel auch finden, wenn Sie Ihre betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds oder eine Pensionskasse darstellen. Typischerweise eben hier der Inhalt festverzinste Wertpapiere im Euro, typischerweise zinsbasiert, was auch vor dem Hintergrund Sinn macht, dass ja auch die Versprechen gegenüber den Kunden und den Versicherten im Euro und typischerweise in verzinster Form stattfinden. Der Vorteil der Geldwerte, stabile und kalkulierbare Zahlungen, da waren wir jahrzehntelang verwöhnt. Wir hatten hohe Zinsen, wir hatten im Trend fallende Inflationsraten, aber grundsätzlich natürlich für die Perspektive nach vorne, da niemand von uns in der Lage ist, die Zukunft zu prognostizieren, schauen wir uns die Attribute an und klar, wir haben das Thema Inflationsrisiko. Momentan liegt die Inflation unterhalb der Zielgröße der Europäischen Zentralbank. Man strebt 2% an, ist hier aber momentan noch ein gutes Stück drunter. Auch die langfristigen Kapitalmarkterwartungen, die die Inflation betreffen, liegen unterhalb der Zielgröße der Europäischen Zentralbank, sodass momentan die Inflation ja aktuell kein großes Thema scheint. Aber aus der Erfahrung weiß man auch, dass Inflation sich sehr, sehr schnell ändern kann. Und dann ist es doch sehr schwer für die Zentralbank hier entsprechend gegenzusteuern, weil es einfach einen erheblichen zeitlichen Verzug hier generiert. Bonitätsrisiken, klar, wenn ich jemand mein Geld leihe, trage ich das Risiko, dass ich mein Geld auch zurückbekomme, dass er entsprechend hier die Zinsen bedienen kann und auch die Verbindlichkeiten zurückführt. Und dieses Thema Bonitätsrisiko, das haben wir natürlich auch bei der Immobilie, obwohl es sich bei der Immobilie offensichtlich um einen Sachwert handelt. Nichtsdestotrotz, wenn ich eine Immobilie vermiete, dann trage ich das Bonitätsrisiko des Mieters und ich trage vielleicht auch das Risiko, dass dieser Mieter sich nicht so verhält, wie ich es mir wünschen würde, was den Umgang mit meinem Eigentum betrifft. Auch da gibt es ja leider Gottes immer mal wieder sehr, sehr negative Überraschungen. Das Zinsänderungsrisiko, das trifft Geldwerte natürlich, weil wenn die Zinsen heute steigen und sie hätten wieder 2,5% auf dem Tagesgeldkonto, dann wären natürlich die 2,5%, die Hochzinsanleihen generieren, Renditerisiko betrachtet überhaupt nicht mehr angemessen. Also müssten die Renditen dort steigen, um wieder das klassische Verhältnis hier beizusteuern. Momentan, das Thema Zinsänderungsrisiko scheint überschaubar. Nichtsdestotrotz muss man auch hier sagen, dass auch nur kleine Veränderungen von vielleicht 0,5 bis 1%, die können doch Kapitalmarktpreise ordentlich durcheinander wirbeln. Und auch die Immobilien leben ja aktuell davon, dass wir sehr, sehr günstig refinanzieren können. Wir haben gerade eine Finanzierung getätigt über 20 Jahre zu 2,04%. Wenn Sie das noch steuerlich verwerten können in der Vermietung bei einem Steuersatz von 45%, dann können Sie nochmal 0,9% abziehen. Dann leiht man sich Geld zu 1,1%. Und ja, wenn die Immobilie dann mehr als diese 1,1 generiert, dann hat man eben einen positiven Leverage-Effekt, weil man leiht sich das Geld günstiger
als man es eben investieren kann und hat dementsprechend eine Partizipation. Ansonsten die Sachwerte, klar, Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle. Wir partizipieren an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen in Form der Immobilien. Natürlich ganz klar das Thema Miete respektive die Veräußerungserlöse sind nicht beliebig vermehrbar. Das gilt natürlich für die Immobilie. Die Lage ist nicht reproduzierbar. Sie kennen alle die Nachrichten um die Wohnungssituation in den Großstädten respektive auch den Speckgürteln um die Großstädte. Aber auch, das sehen wir auch in anderen Bereichen wie dem Aktienmarkt, wenn natürlich heute Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, weil es für sie gute Investitionen sind, wenn Notenbanken wie die Schweizer Notenbanken verstärkt investieren, dann haben sie hier Auswirkungen. Preisrisiken, die Schwankungen, die haben wir natürlich bei den Immobilien auch. Typischerweise werden sie nicht bemerkt und der Verlauf ist nicht kalkulierbar. Ich zeige Ihnen zwar auch gleich mal Berechnungsschemata, aber nichtsdestotrotz, auch wenn das immer relativ genau erscheint, es sind natürlich nur Annahmen, es sind letztendlich modellhafte Darstellungen, bei denen man versucht, die bekannten Daten so zu verdichten, dass man verschiedene Werte hier generieren kann, um diese dann in ein Entscheidungskorsett einzubinden. Also Immobilie, wir sind hier ganz klar im im Produktivkapital. Klar, wir generieren hier zum einen natürlich die Miete und wir generieren entsprechend einen Veräußerungserlös. Bei den Immobilien ganz wesentlicher Aspekt, die Immobilie ist nicht teilbar. Das ist ein wesentlicher Punkt, den man häufig sieht, der vergessen wird, weil wir sprechen häufig über das Thema Inflationssensitivität, aber wenn Sie eine Immobilie für 100.000 Euro besitzen und die Inflation beträgt 2% und die Immobilie ist nach 12 Monaten modellhaft 102.000 Euro wert, dann werden Sie es sehr schwer tun, diese 2.000 Euro Wertsteigerung aus der Immobilie zu extrahieren, um Ihre gestiegenen Lebenshaltungskosten hier zu kompensieren. Das heißt, auch diese Teilbarkeit und die Möglichkeit, Wertsteigerungen, die durch Inflation ausgelöst wurden, hier aus dem Vermögenswert zu extrahieren, die sind natürlich immer umso schwieriger, je schlechter der Vermögenswert teilbar ist. Also das muss man sich klar machen und für die Immobilie gilt auch, dass natürlich diese Inflationssensitivität, die der Immobilie oft beigemessen wird, die gilt natürlich auch nur dann, wenn zum Beispiel Mietverträge in regelmäßigen Abständen angepasst werden, wenn wir zum Beispiel Mietverträge haben, die an die offizielle Verbraucherpreissteigerung angepasst werden. Und das ist ein Aspekt, den viele Studien zeigen, dass besonders private Kapitalanleger hier sehr, sehr nachlässig agieren und dass dementsprechend diese Inflationssensitivität, die diesem Sachwert beigemessen wird, gar nicht erzeugt wird, weil eben auch die laufenden Einkünfte in Form der Miete gar nicht inflationsadjustiert sind. Und dementsprechend, wenn wir nicht gerade eine Phase haben wie in den letzten 5, 6 Jahren, wo das sehr, sehr niedrige Zinsumfeld zu einem Anlagenotstand führen, in Kombination mit einem Flucht in Sachwerten aufgrund von exogenen Schocks wie der Eurokrise, dann sieht man eben, dass das ein Thema ist, was große Auswirkungen auf die Rendite hat. Und da zeigen die Studien leider, dass viele eben die Renditen nicht verdienen, die die Immobilien hier bieten. Also wichtiger Punkt, das muss man sich klar machen. Ansonsten Sichtbarkeit von Schwankungen des Preises. Auch hier, wir sehen das gleich bei den Berechnungen nochmal, dass die Immobilien natürlich sehr, sehr angenehm, weil sie sehen keine Preisschwankungen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass der Preis stabil ist, sondern Sie messen es einfach nur nicht. Und wenn Sie ein Aktiendepot sich nur einmal im Jahr betrachten würden, dann werden Sie auch feststellen, dann schwankt das Depot weitaus weniger, als wenn Sie jeden Tag hier bei Ihrem Online-Broker hineinschauen. Ansonsten laufender Ertrag und Verfügbarkeit durch Verkauf bzw. Auflösung. Auch das ist ein Aspekt, der natürlich wichtig ist. Aber aktuell sehen wir natürlich besonders dieses Thema emotionale Bindung. Die Immobilie ist eben zum Anfassen. Vielleicht steht sie in der Nachbarschaft, in der gleichen Stadt. Man kennt den Mieter. Also das gibt doch ein gutes Gefühl dafür, besonders heute in Zeiten der Digitalisierung, wo ja doch vieles im Internet nur noch aus Nullen und Einsen besteht. Und dementsprechend ist eine Immobilie doch, die hier ins Grundbuch eingetragen ist, deutlich greifbarer. Also, das sind die verschiedenen Dimensionen, die wir auch bei der Immobilie haben müssen. Das heißt, das kurze Fazit zur Einordnung heißt, Immobilien sind Sachwerte, aber auch mit allen Chancen und Risiken. Und um auch die Chancen nutzen zu können, müssen natürlich auch das Management entsprechend sauber sein. Mietverträge sind nur ein Aspekt, der Umgang mit Schönheitsreparaturen mag das andere sein. Also relativ viele Facetten, die auch steuerlichen und rechtlichen Bezug hier haben und dementsprechend hier professionell geregelt werden sollten. Die fehlende Teilbarkeit, die erzeugt Probleme natürlich bei der Risikostreuung, weil
Es ist einfacher, natürlich 50 Euro in ein Wertpapier zu investieren, als für 50 Euro in eine Immobilie zu investieren. Und in Abhängigkeit der Vermögensgröße dementsprechend sehr schwierig, eine echte Risikostreuung zu erzeugen. Vielleicht ja noch etwas regional zu streuen, vielleicht auch verschiedene Nutzungsarten, also Wohnen, Gewerbe, vielleicht hier auch zu kombinieren. Und wir sehen besonders auch Fragen, die dann auftauchen, wenn es zu ungeplanten Themen kommt, wie beispielsweise einer Scheidung. Dann kommt es häufig dazu, dass eine Immobilie veräußert werden muss. Dann verändern sich vielleicht Kreditkonditionen. Und das sind alles Aspekte, die spielen natürlich auch in die Rendite mit rein. Nur es misst sie dann niemand. Ja, man plant immer auf 20, 30 Jahre, aber wenn Sie die Immobilie nach 7 Jahren verkaufen müssen, dann hatten Sie trotzdem die ganzen Erwerbsnebenkosten. Und dementsprechend das Thema Rendite wird natürlich stark beeinflusst von solchen Ereignissen. In der Vermögensübertragung, Teilbarkeit der Vermögensstruktur, wenn Kinder vorhanden sind, wie soll das stattfinden? Was ist die Gerechtigkeit? Wer bekommt die Wohnung in München? Wer bekommt die Wohnung in Cottbus? Welchen Wertansatz nimmt man da abseits der steuerlichen Aspekte? Also auch im Rahmen der Vermögensübertragung und auch der Nachfolge, das ist natürlich ja wiederum ein wichtiges Thema. Was wir zusätzlich sehen, ist, dass bei Wertpapieren und verwandten Produktkategorien, wie beispielsweise geschlossenen Fonds, wir als Reaktion auf die Finanzkrise eine relativ starke Regulierung, eine relativ starke Standardisierung erfahren haben. Das sehen wir bei den Immobilien noch überhaupt nicht. Tendenziell die Regulatorik, der Verbraucherschutz und andere Institutionen, die agieren natürlich auch tendenziell prozyklisch. Also nachdem es zu einem Schaden kam, wird für die Zukunft reguliert. Man schaut für die Zukunft genauer hin und bei der Immobilie haben wir diese Form der Regulierung aktuell noch nicht. Dementsprechend muss sich der Verbraucher hier stärker informieren. Und wenn Sie mal die verschiedenen Berater durchgehen, die hier vertreten sind, dann nehmen Sie den Steuerberater, der bekommt meistens die Daten erst, nachdem die Immobilie gekauft wurde. Der sorgt für die steuerlich korrekte Erfassung. Aber da wird jetzt keine Renditeannahme oder eine Planung typischerweise vorweggenommen, wenn Sie das nicht aktiv ansprechen. Der Finanzdienstleister oder der Banker, der sich um die Finanzierung kümmert, der schaut auch nur, ist das Ganze tragbar, ist sichergestellt, dass der Anleger hier auch sich nicht übernimmt. Aber eine Renditeberechnung, die Vorteilhaftigkeit in der Vermögensstruktur, die findet nicht statt. Also Fazit, viele Berater, keine Beratung. Das müssen Sie selbst aktiv einfordern, sonst werden sich die Berater hier nicht entsprechend vernetzen, zumindest so im überwiegend aktuell vorherrschenden Standard. Also, um es zusammenzufassen, wir reden über eine komplexe Angelegenheit, weil wir haben Eigenkapitaleinsatz, wir haben Fremdkapitaleinsatz. Wir können darüber sprechen, ob die Immobilie im steuerlichen Privatvermögen oder im betrieblichen Vermögen einer Kapitalgesellschaft erworben wird. Sie können darüber sprechen, wie Sie die Mietverträge hier konstruieren. Sie haben sehr, sehr viele Themen, die auch schon dabei anfangen, wann Sie welche Instandhaltungskosten tätigen, weil Sie dort entsprechende steuerliche unterschiedliche Auswirkungen haben. Also ein komplexes Thema und es sind verschiedene Ebenen hier entsprechende zu berücksichtigen. Schauen wir jetzt kurz das Thema Liquidität, Rendite und Steuern an. Ich habe Ihnen hier einen Praxisfall mitgebracht, der mittlerweile, ich glaube, 18 Monate alt ist, aber das war eine sehr schöne und lange Diskussion mit dem Kunden und dementsprechend habe ich Ihnen das hier mal mitgebracht. Also Sie sehen, ein paar Basisdaten, Kaufpreis 900.000 Euro, das ist eine Immobilie hier in einem beliebten Viertel in Darmstadt gewesen, mittlerweile noch ein Stückchen teurer. Jetzt sehen Sie hier, inklusive Nebenkosten kommen wir auf 1.021.000 Euro. Warum ist das so? Natürlich, wir haben Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland unterschiedlich hoch ist. Wir haben tendenziell gerade im heutigen Verkäufermarkt natürlich die Maklerkurtage zu tragen. Dazu noch Notarkosten, respektive die Kosten zur Eintragung ins Grundbuch. Also sprich, Nebenkosten zwischen 12 und 14% sind heute nicht ungewöhnlich und dementsprechend müssen wir die natürlich berücksichtigen, weil die fließen ja auch aus unserer Tasche raus und die stecken natürlich nicht werthaltig in der Immobilie drin. Dann die Abschreibung, die bezieht sich nur auf die Gebäudesubstanz, das Grundstück muss hier herausgerechnet werden. Sie sehen die Monatsmiete und das Ganze soll mit einem Kreditbetrag finanziert werden. Mir geht es nur nicht darum, jetzt, ob das jetzt eine günstige Immobilie ist oder eine teure Immobilie. Das ist absolut nebensächlich jetzt in diesem Kontext, sondern ich möchte Ihnen mal ein Gefühl dafür geben, auf was Sie achten müssen und mit welchen Fragestellungen Sie sich beschäftigen sollten, wenn Sie über den Immobilienkauf nachdenken. Wir sehen hier eine relativ große Tapete mit Zahlen und das ist natürlich nicht besonders sexy und ist auch nicht natürlich die Emotionalität, die der Immobilienkäufer sich klassischerweise wünscht, weil man geht ja doch
in das Gebäude rein, man schaut das Gebäude von außen an, man knipst Fotos, zeigt es seinen Ehepartner und diskutiert das. Aber ich möchte mir bewusst mal die hässliche Seite der Immobilieninvestitionen zeigen, und das ist eben hier der Zahlensalat. Also, was wir hier sehen ist, es fließt Geld aus der Tasche raus, natürlich diese 1.021.000 Euro. Warum? Das ist der Kaufpreis inklusive Nebenkosten. Und wir gehen nun kurz die einzelnen Spalten durch. Und wir beginnen im ersten vollständigen Jahr, also im Jahr 2015, weil das hier wirklich zeitunabhängige Betrachtungsweisen sind. Also was Sie hier sehen, ist entsprechend die Jahresmiete. Und was wir bei diesem Mietvertrag eben auch festgestellt haben, ist, dass hier keine Mieterhöhung festgesetzt wurden. Also es gibt keine Anpassung an den Verbraucherpreisindex. Also sprich, man muss hier immer selbst aktiv werden, wenn zum Beispiel der Mieter wechselt. Erfahrungsgemäß, das tun die meisten Vermieter nicht, weil man möchte keine unangenehmen Gespräche. Mieterhöhungen sind immer unangenehm. Man ist auch mit dem Mieter vielleicht zumindest oberflächlich befreundet. Also von daher hat man hier keine Aktivität. Also Sie sehen, die Miete bleibt konstant. Dann sehen wir hier das Thema Kredit. Im konkreten Fall haben wir gesehen, okay, da fließen 40.000 Euro aus der Tasche hinaus. Das ist auch das, was Sie auf Ihrem Kontoauszug sehen. Aber diese Buchung auf dem Kontoauszug, die muss natürlich zerlegt werden in zwei Komponenten. Zum einen sehen Sie hier den Zinsanteil und zum anderen sehen Sie hier die Tilgung. Und das ist auch etwas, was wir uns klar machen müssen. Die Überweisung an die Bank in Höhe von 40.000 Euro, das ist ja keine Vermögensmehrung, sondern die Aufteilung zeigt es deutlich. Die 18.000 Euro sind tendenziell werthaltig, wenn Sie wollen, ein Tausch von, ja, aktueller Kassenposition oder aktuellem Vermögens- und Konsumverzicht in die Kredittilgung und auf der anderen Seite eben die 22.000 Euro hier konkret Zinskosten. Also, was wir hier schon sehen, ist in einer ganz simplen Liquiditätsrechnung und daran scheitert es schon häufig. Wir haben hier eine negative Liquidität in diesem konkreten Beispiel nochmal, ja, von minus 5.000 Euro, weil 40.000 Euro fließen uns aus der Tasche hinaus für die Finanzierung. Wir haben 35.000 Euro Mieteinkünfte, also minus 5.000 Euro. Und da, jetzt sehen Sie schon, okay, das war sehr einfach. Da kommen wir mit den Grundrechenarten noch gut hin und auch ohne steuerliche Kenntnisse. Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen bei der steuerlichen Seite und auch das natürlich immer mit dem Steuerberater bitte besprechen, dann geht es darum, das steuerliche Ergebnis zu berechnen. Und wir sehen hier, okay, wir haben die Miete, die hineinkommt. Diese wird gemindert um die Zinsen, die zu bezahlen sind, weil es sind letztendlich Werbungskosten und auch entsprechend im nächsten Schritt um die Abschreibungen. Das heißt, wir sehen insgesamt ein steuerliches Ergebnis von minus 2.000 Euro. Und diese 2.000 Euro, die mindern eben das zu versteuernde Einkommen. Das heißt, beim Steuersatz von 42% hat unser Anleger hier eine jährliche Steuersparnis von 860 Euro. Und was Sie jetzt hier sehen in der kombinierten Betrachtung, ohne Steuerbetrachtung haben wir minus 5.000 Euro gehabt auf der liquiden Ebene. Da wir nun jetzt noch durch die Investition in diese Immobilie mit den genannten Kennzahlen 900 Euro Steuererstattung bekommen, ist die Liquidität nach Steuern eben etwas weniger negativ, rund 4.140 Euro. Wichtiger Punkt ist, was Sie hier sehen, ist dieses Kapitalkonto. Hier wird mal alles zusammengefasst und abgetragen. Hier sehen Sie die Restschuld, klar, der Kredit wird getilgt. Und hier sehen Sie das Nettovermögen. Und im konkreten Fall hat der Kunde auch gefragt, ja, Moment mal, wieso ist das Nettovermögen denn niedriger als das Eigenkapital, was ich heute einsetze? Und da habe ich gesagt, naja, der Punkt ist ganz klar, die Differenz liegt in den Nebenkosten. Das ist die Grunderwerbsteuer, das ist der Makler, das ist der Notar, das ist die Eintragung ins Grundbuch. Diese mindern ja sofort das Nettovermögen. Und im konkreten Fall, wenn wir wie hier 222.000 Euro Eigenkapital einsetzen und 800.000 Euro über einen Kredit finanzieren, dann stellen Sie fest, ohne die Annahme von Wertsteigerungen brauchen wir ungefähr bis ins Jahr 7, um bei dem Cashflow, wie wir ihn abgetragen haben, die Nebenkosten zu verdienen. Und dementsprechend, glaube ich, das ist eine wichtige Erkenntnis heutzutage. Wir haben relativ hohe Kaufpreise, wir haben ein sehr, sehr attraktives Finanzierungsniveau, aber der Blick auf die Nettovermögenskennzahl, der zeigt Ihnen relativ deutlich, wie viele Jahre Sie benötigen, um ohne besondere Mietausfallrisiken, ohne zusätzlichen Instandhaltungsthemen, die man natürlich in der Planung weiter noch abbilden sollte und kann, aber das wäre jetzt für den Praxisfall hier vielleicht zu komplex geworden, wie viele Jahre brauche ich eigentlich, um meine Nebenkosten zu verdienen? Und da sehen Sie schon, okay, 6 bis 7 Jahre
unter der Annahme, dass eben keine weiteren Preissteigerungen stattfinden. Dementsprechend auch die Investition in die Immobilie, die sollte auch heutzutage nicht nur mit der Maßgabe stattfinden, dass sie von weiteren starken Preissteigerungen ausgehen, sondern eben auch der laufende Ertrag, der sollte ein wichtiges Thema sein. Und wenn Sie diese simplen Zahlen nicht für die vermietete Immobilie, die Sie erwerben möchten, berechnen können, respektive das gemeinsam mit Ihren Beratern, sei es Steuerberater, sei es Finanzplaner, ermitteln können, dann sollte man wirklich kritisch hinterfragen, ob die Investition in die Immobilie sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Also grundsätzlich, die Investition in die Immobilie ist eine tolle Sache. Vermietete Immobilien sind ein wichtiger Bestandteil der Vermögensstruktur, gar keine Frage. Nur die Professionalität in der Entscheidungsfindung, die muss natürlich auf dem jetzigen Preisniveau doch entsprechend hier anders umgesetzt werden als in der Vergangenheit. Also der Ertrag setzt sich aus Einstandspreis, der ist aktuell relativ stark gestiegen. Wir sehen, die Multiplikatoren sind ordentlich angestiegen. Einer laufenden Komponente, da geht es um das Thema Miete. Aber denken Sie auch an das Thema Abschreibung, Instandhaltungskosten, Mietausfallrisiko und steuerliches Ergebnis und eben den Veräußerungserlös zusammen. Was das Thema Kennzahlen betrifft, haben wir keinen einheitlichen Standard. Da werden verschiedene Begriffe von Bruttoanfangsrendite bis Nettoanfangsrendite, die werden wild durcheinander geworfen. Hier gibt es keinen Standard. Also teilweise werden gleiche Begriffe mit unterschiedlichen Rechenformeln verwendet und jeder definiert eben die Rendite anders und da gibt es keinen einheitlichen Standard. Wenn ich mir manche Immobilienportale im Internet anschaue oder auch manche Fachinformationen von Maklern, was da mit der Renditekennzahlen dargestellt wird, dann muss man doch schon sagen, im Wertpapierbereich wäre das, glaube ich, ein Fall für die Finanzdienstleistungsaufsicht. Also bei Aktien kennt man die zweite Nachkommastelle. Bei Immobilien kennt man nicht mehr die Stelle vor dem Komma, so zumindest die Realität. Dementsprechend rechnen Sie vor der Investition, lassen Sie sich nicht nur von emotionalen Aspekten bezüglich der Investition in den Sachwert blenden, lassen Sie sich nicht vom Anlagenotstand in einen Vermögenswert treiben, den Sie vielleicht nicht ganz nachvollziehen können. Und dann haben Sie, glaube ich, schon mal alles richtig gemacht. Ja, meine Damen und Herren, was tun wir für Sie? Das habe ich Ihnen auch noch mal mitgebracht. Das sind natürlich die Themen, die wir hier begleiten. Ansonsten gilt, ich bin ein bisschen über die Zeit, war ein bisschen ambitioniert vielleicht für dieses Thema. Aber wir werden in der Zukunft häufiger Webinare zum Thema Immobilie anbieten. Dann auch noch mal zu dem Thema Immobilie in der Vermögensstrukturierung, Immobilie in der Nachfolge. Vielleicht noch ein bisschen was mehr zum Thema Rechnen. Auch das Thema Auswahl einer passenden Zinsbindung. Wie kann ich das eigentlich im heutigen Umfeld tun? Also, dass Sie da nochmal einen Überblick haben, eben in unserer Beratungspraxis, sodass Sie dann eben auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, Sie treten mal direkt mit uns in Kontakt. Auch hier nochmal die Kontaktdaten entsprechend, die Sie natürlich sowohl telefonisch als auch per E-Mail nutzen können. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde nun die Aufzeichnung beenden und wer noch Lust und Zeit hat, der kann gerne noch natürlich hier entsprechend Fragen stellen, die wir dann eben hier noch behandeln. Selbstverständlich das ohne Namensnennung. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.